Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion 3. Wir verfolgen mal weiter unseren kleinen Polterpapi und schauen mal, was sich hinter dieser Tür verbirgt, würde ich sagen. Vorher gucken wir natürlich mal hier in den Mülleimer. Natürlich ist da Geld drin. Wie in jedem handelsüblichen Mülleimer ist auch in diesem Mülleimer Geld. Was? Die Tür ist abgeschlossen, da brauchen wir auch einen Schlüssel für. Wir mussten doch schon einen Schlüssel sammeln. Naja, sammeln wir mal mehrere. Was ist denn hier mit der Topfpflanze? Kann man die komplett kaputt machen? Ja. Tja, aber ansonsten anscheinend nichts. Also da kann man nichts mit machen, meine ich. Wo kriegen wir denn jetzt einen Schlüssel her? Hier sind ja mehrere Räume. Wahrscheinlich können wir die ganzen Räume hier auch betreten, oder? Oh, Geld, 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 Geld. Ich habe übrigens auch schon das Gefühl, dass ich weiß, was wir hier gerade suchen. Denn es gibt eine besondere Lampe, mit der man Gegenstände und Personen aus Bilderrahmen befreien kann. Was haben wir denn hier? Das ist so eine Art Umkleidezimmer? Ach, schaut mal, hier liegen die ganzen Masken. Die hatten doch die Hotelpagen auf. Also die Hotelpagen, beziehungsweise die Geister, die waren ja am Anfang als Hotelpagen verkleidet. Und offensichtlich haben die sich hier umgezogen. Sehr gut zu wissen. Ach, die ganzen Masken kann man sogar einsaugen. Na dann machen wir das doch einfach mal. Wir saugen hier alles leer. Eigentlich ein bisschen schade, dass man das alles leer saugt. Das sieht nämlich so schön aus. Das ist so schön drapiert hier alles. Was ist denn mit dem Geldsack da vorne? Kann ich den auch einsaugen? Oh, den kann man auch ein... Nein, das gibt's gar nicht. Ein riesiger Geldregen hier. Alter Schwede, kam da viel Knete raus. Naja. Die ganzen Kostüme, die saugen wir hier natürlich auch ein. Komm schon, her mit den Kostümchen. Du auch. Da ist noch eine Hose, die möchte ich auch haben. Ah, was ist mit dem Mantel hier? Oh, den können wir auch einsaugen. Alles kann man hier einsaugen. Hey, und dahinter war ein Safe. Und in dem Safe haben wir ein weiteres Juwel. Es ist also doch nicht etagenabhängig mit den Juwelen offensichtlich. Vielleicht abschnittsabhängig? Denn das Juwel, was ich vorne gefunden habe in der Eingangshalle, das war ja lila, glaube ich. Und das jetzt hier war grün, obwohl wir auf einer Etage sind. Naja. Finden wir mit Sicherheit alles noch raus. Also da vorne im Spiegel sehe ich auf jeden Fall, dass hier noch was zum Anblitzen ist. Das sollten wir vielleicht auch mal machen. Also dahin blitzen, meine ich. Dudi-dudi-dudi-dudi-dum. Boah. Hier müsste das Blitzen funktionieren, oder? Jupp, das hat funktioniert. Oh. Und in dem Bild versteckt sich ein weiterer Schlüssel für unsere Sammlung. Na, komm her. Die Schlüssel-Sammelmelodie finde ich übrigens auch wieder sehr, sehr gelungen. Das ganze Sofa kann man hier auch noch zerlegen. Alter Schwede, man kann hier alles kaputt saugen. Gibt's doch gar nicht. Man kann hier wirklich alles ansaugen. Was ist denn eigentlich? Hier soll angeblich doch noch... Hey, hier soll ein Mülleimer stehen. Wieso steht denn hier kein Mülleimer? Meiner Meinung nach sollte eigentlich hier ein Mülleimer sein. Naja. Gehen wir erst einmal wieder raus. Wir haben ja jetzt den Schlüssel, das heißt, vielleicht sollten wir mal schauen, ob wir... Was ist denn jetzt los? Wanted-Bilder von Luigi werden hier aufgehängt, von den blauen Geistern. Hilfe! Oh nö! Das heißt, wir müssen mal wieder Geister fangen. Na gut, da sind wir ja inzwischen schon gar nicht mal so schlecht drin. Falsche Richtung. Jetzt aber. Oh, zwei gleichzeitig. Kommt schon. Und Slam, Slam, Slam. Rein ins Beutelchen. Das hat doch mal wieder gut funktioniert. Das gefällt mir fast sogar noch besser als die Mechanik aus dem zweiten Teil. Wo man ja so einen super Angriff machen konnte. Ja, wollen wir mal die ganzen Wanted-Bilder hier von der Wand nehmen? Ich finde... Das sollten wir schon tun. Oh, eine Spinne. Geh weg. Oder gib mir Geld. Wahlweise. Ja, wir sollten mal die ganzen Wanted-Bilder hier natürlich von der Wand runterreißen, finde ich. Denn ich finde es jetzt nicht so schön, dass ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt ist. Sehen so ein bisschen wie die Wanted-Schilder aus bei One Piece. Luigi hat von der Saug-Saug-Frucht gegessen.
Und wird hier gesucht? Luigi, König der Geisterjäger. Ja, gehen wir einfach mal hinter dem Polterpapi her. Ich bin jetzt schon wieder auf dem Weg, hier alles zu erkunden, aber erst einmal wollte ich mich ein bisschen um die Story kümmern. Also, gehen wir erst einmal in den Raum hier. Das sieht auf jeden Fall schon mal richtig aus, ne? Ah. Ein weiterer sehr mysteriöser Raum. Wir saugen hier einfach mal alles ab. Ah, ganz viele Mäuse. Oh, nö. Jetzt konnte ich die nicht blitzen. Naja. Kann man denn die Kartons kaputt hauen? Ja, diese ganzen größeren Gegenstände, die gehen manchmal automatisch kaputt. Indem man die einfach nur so ein bisschen hin und her schleudert. Was haben wir hier? Da ist so eine Decke. Das sieht so ein bisschen gespenstisch aus, ne? Tja, die kann ich gar nicht ansaugen. Warum nicht? Ah! Hey, Polterpapi! Lange nicht gesehen. Ja, ich weiß, dass da ein Safe ist, aber ich möchte mich erstmal ein bisschen umschauen, mein Kleiner. Da vorne, ah, da ist eine Schatztruhe. Schau mal eine an. Ganz viel Geld gibt's wieder. Ja, komm schon, ist in Ordnung. Ich guck mir erst den Safe an. Oh, das war anscheinend wirklich wichtig. Ah. Schau mal einer an. Aha, weg mit dem Stromoblitz. Und hallo, Düsterlampe. Ich glaube, die hieß Düsterlampe, oder? Ah, muss ich nochmal nachschauen, wie die heißt. Ich meine, die hieß Düsterlampe. Hey, Polterpapi bringt uns bei, wie wir die benutzen. Also, wir müssen X gedrückt halten. Tatsächlich. Und schon kommt hier die Geld... Das Geld aus dem Bilderrahmen raus. Die Geld ist auch gut, ne? Akute Sprachstörung. Erstmal da um die Spinne blitzen. Wollte ich doch sagen. Die geben nämlich ordentlich Geld, die goldenen Spinnen. Also, wir wissen jetzt auf jeden Fall, wie wir hier Gegenstände und Personen aus Bilderrahmen rauskriegen. Nämlich mit Hilfe unserer Düsterlampe. Ich glaube, sie heißt Düsterlampe. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Beziehungsweise, wisst ihr was? Hier gibt es doch mit Sicherheit irgendwo was, wo man die Steuerung ändern kann, oder? Einstellungen? Steuerung. Ah, Düsterlampe. Seht ihr? Auf X liegt die Düsterlampe. Aha. Sehr gut. Also, Düsterlampe war richtig. Wir haben jetzt also die Düsterlampe gefunden. Jetzt sind wir uns auch sicher, dass die Düsterlampe heißt. Und damit sollten wir eigentlich Giddy Boy befreien können. Schauen wir uns aber erstmal noch ein bisschen weiter um. Gibt's denn hier irgendwo versteckte Gegenstände? Ja, schau mal eine an. Natürlich direkt hier vorne. Die Mechanik ist dieselbe. Man muss immer diese schönen kleinen Kügelchen einsaugen, wenn man etwas sichtbar gemacht hat. Und hier aus der Schatztruhe, da regnet es Gold ohne Ende. Wie viel haben wir denn jetzt insgesamt schon zusammen? 2000 und... Nee, 3047 haben wir schon. Also Geld haben wir auf jeden Fall ohne Ende. Hier war doch gerade der X-Knopf, der wurde mir angezeigt. Ha. Naja. Können wir hier noch was sichtbar machen? Ach, die Fußspuren von Polterpapi natürlich. Da sehen wir, wo Polterpapi langgelaufen ist. Ja, dass man diese Decken hier nicht absaugen kann, das finde ich ein bisschen komisch. Ha. Dafür können wir da oben die Handtücher runterziehen. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Sonst noch irgendwas? Hier mit den Bilderrahmen vielleicht was? Nö. Was ich übrigens schön finde, im zweiten Teil hatte man so eine Leiste für die Düsterlampe. Also da hatte man nicht unendlich viel Power für das Ding, sondern konnte die nur eine bestimmte Zeit lang benutzen. Das haben sie weggemacht. Man kann die Düsterlampe also einfach die ganze Zeit lang benutzen. Finde ich auch klug, ehrlicherweise. Das war nämlich immer so ein bisschen blöd, dass diese Anzeige irgendwann überhitzt ist, beziehungsweise die Düsterlampe überhitzt ist und dass man die dann nicht mehr benutzen konnte. Wir gehen einmal zurück in diesen Raum hier. Bevor wir weitermachen, denn hier vermute ich versteckte Sachen. Selbstverständlich sind hier auch welche. Ah, einmal die ganzen... Ah! Kügelchen hier einsaugen. Was, das gibt's doch gar nicht. Habe ich Schaden bekommen? Naja. Eine weitere Schatztruhe, liebe Leute. Und zwar... mit Herzchen und einer Perle, glaube ich. Was ist denn hiermit? Ach, den Mülleimer, den muss man erst sichtbar machen. Also im Spiegel haben wir den Mülleimer gesehen, aber wir mussten ihn erst sichtbar machen oder müssen ihn erst sichtbar machen, damit wir damit interagieren können. Na, was gibt's denn? Geld! Ja. Wir nehmen uns natürlich jegliches Geld, was wir hier
vor die Nase gesetzt bekommen. Naja, gehen wir erst einmal wieder raus und vielleicht sollten wir erst einmal Professor E-Gitz oder Giddy Boy, wie ich ihn gerne nenne, retten. Hey, hier sind noch mehr so Wanted-Poster. Ah, ist hier noch irgendwas Verstecktes eigentlich? Nö. Nichts Verstecktes, Leute. Ja, dann gehen wir jetzt mal in den Raum hier rein. Und ich denke mal, damit können wir eine der Hauptfiguren befreien. Da ist er nämlich, Professor Gitz. Der ist so cool. Hallo. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Na, alter Mann. Ah, da haben wir dich doch, Luigi. Was hat dich denn hierher verschlagen, meine ich? Bin schon wieder etwas verwirrt, du hörst es an meiner Stimme. Egal, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, das zu besprechen. Die Hauptsache ist, dass du hier bist. Gut, dich zu sehen, mein alter Freund. Hör zu, Luigi. Du musst mich hier rausbringen, und zwar sofort. In diesem Hotel wimmelt es von Geistern. Ergreifen wir lieber die Flucht. Mario. Was sagst du da? Deine Urlaubsbegleiter sind allesamt in Bilder gebannt worden. Und jetzt darfst du sie nicht im Stich lassen, meinst du? Du hast dich nicht geändert, Luigi. Leicht hat man es mit dir noch nie gehabt. Also gut, ich bin zwar nicht begeistert, aber ich, Professor Immanuel Gitt, habe eine Idee. Beginnen wir mit dem Wichtigsten, Luigi. Wir müssen sofort zu meinem Auto. Bringst du mich hin? Hey, der neue Schreckweg FLU oder Flu, den du da trägst, den hast du aus meinem Auto, oder? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Schnell, zur Tiefgarage zurück. Na dann, Professor E-Gitz, Giddy Boy, begleitet uns also. Das ist ja neu, fällt mir gerade mal auf, oder? Ich glaube, wir sind bis jetzt in keinem anderen Luigi's Mansion mit Professor Gitt wirklich rumgelaufen. Sehr, sehr cool, dass der jetzt einen hier so ein bisschen begleitet. Naja, saugen aber trotzdem erstmal hier alles ab. Oh, Stühle ohne Ende. Logischerweise sind die Stühle natürlich auch gefüttert. Mit Knete, Knete, Knete. Übrigens sehr schöne Spiegeleffekte auf dem Boden. Ah, haben wir hier sonst irgendwas? Haben wir irgendwas Unsichtbares? Nö. Was, hier ist nichts Unsichtbares? Kann doch gar nicht wahr sein. Naja, gehen wir also erst einmal zurück vielleicht in die Tiefgarage tatsächlich. Ich hoffe mal, der Weg wird nicht ganz so anstrengend. Hey, hier sind jetzt auch überall Wanted-Plakate. Hey, Luigi, sieh doch mal das da drüben an. Mit dem Aufzug erreichen wir die Tiefgarage in Sekundenschnelle. Beeilen wir uns, bevor die Geister uns finden. Ja, ja, machen wir ja alles. Keine Sorge, Giddy Boy. Ah, erst einmal aber saugen wir hier die ganzen Plakate ab. Was passiert denn, wenn man ihn ansaugt? Ey, er verliert seine Brille. Oh, der hat aber sehr, sehr kleine Augen. Schaut euch mal die Augen von Professor Gitt an. Sehr, sehr kleine Augen. Der braucht definitiv so eine große Brille. Der hat wahrscheinlich Sehstärke minus 50 oder so. Ah, ach, hier kann man durchschauen. Oh, das ist ein Juwel. Das sollten wir uns auf jeden Fall merken. Und eine goldene Spinne auch. Ah! Oh nö! Jetzt können wir ja mal so ein bisschen suchen, oder? Haha! Wenn wir jetzt schon die Düsterlampe haben und den Strobo-Blitz, dann können wir uns jetzt hier ein bisschen genauer umschauen. Ja, sieht aber nicht so aus, als ob es hier irgendwas gäbe. Gehen wir mal wieder nach unten. Wo war denn der Fahrstuhl? Luigi, ich hatte doch gesagt, dass der Aufzug da drüben ist. Warum die Treppe nehmen, wenn es auch ganz bequem geht? Ach, wir dürfen gar nicht zurück in die Lobby. Okay, wir müssen jetzt zu dem Aufzug. Schade, dann können wir uns unten doch nicht umschauen. Naja. Dudi-dudi-dudi-dumm. Ach, Moment, vielleicht ist es mit den Juwelen doch etagenbasiert. Fällt mir gerade auf, denn wir sind ja nach oben gelaufen. Tja. Naja. Wie schon gesagt, finden wir alles noch früher oder später raus. Das Plakat sammeln wir auch noch ein. Immer her damit. Naja, aber ich denke mal, wir müssen tatsächlich erst einmal in den Keller. Da kommen wir nicht drum herum. Also rein in den Fahrstuhl. Achso, Moment, das Ding muss ich ja umwerfen. Luigi, sieh mal. Das ist Geld und zwar jede Menge. Du wirst mir sicher zustimmen, dass man trotz aller Gefahren nicht einfach so das Geld ignorieren sollte. Die Geister scheinen nicht daran interessiert zu sein. Ich hingegen sehr.
Es lohnt sich sicher ganz bestimmt reichlich Geld einzusammeln. Halt die Augen offen und schnapp dir so viel du kannst, Luigi. Ja, ja, mach ich ja. Soweit es geht jedenfalls, ne? Also, wir gehen mal in den Fahrstuhl rein. Hey, sehr komfortabel. Ja, drücken wir doch einfach mal da drauf. Was zum... Da hat jemand alle Aufzugknöpfe entfernt, bis auf einen einzigen. Was geht hier eigentlich vor sich? Ah, dem Mysterium können wir uns wohl auch später noch widmen. Jetzt drückt doch erst einmal den Aufzugknopf B1. Machen wir das einfach mal. Versteckter Ladebildschirm wahrscheinlich. Es hat doch nicht den Anschein, als würden deine Urlaubsbegleiter auf E2 gefangen gehalten. So wie es bei mir der Fall war. Die wurden sicherlich auf weiter oben liegende Etagen gebracht. Das heißt, tja, es hilft nichts. Wir werden die Aufzugknöpfe benötigen. Ja, die kriegen wir mit Sicherheit irgendwie zusammen, Giddy Boy. Also wir sind angekommen in der unteren Etage. Hey! Was ist denn mit ihm los? Professor Gitz hat Teleportationsfähigkeiten neuerdings. Er kann sich teleportieren. Gerade eben stand er noch im Fahrstuhl. Brauchst gar nicht lachen, alter Mann. Ich saug dir jetzt deine Brille runter. Oh, wir können ihn auch anpusten. Schaut mal, man kann ihn auch anpusten. Das ist ja witzig. Sehr, sehr nice. Also das gefällt mir echt sehr, sehr gut. Naja. Was ist denn hier? Ach so, Moment. Wir können jetzt alles anleuchten mit der Düsterlampe. Zum Beispiel diesen Bilderrahmen hier und in dem Bilderrahmen ist ein Juwel versteckt. Ach, nicht die Juwelfarbe, sondern die Juwelform unterscheidet sich auf jeder Etage. Sehr gut, das weiß ich jetzt also auch. Können wir denn hier eine Tür sichtbar machen? Ist hier irgendwo eine Tür oder so? Nö. Tja. Gehen wir vielleicht erst einmal hier rein. Aber Moment, da ist ja auch das Autoschild. Das heißt, hier sollte Professor Gitz Auto aufstecken. Oh nö, was haben wir denn da? Ist das der Rezeptionist? Oh, ich glaube schon. Oh nö. Was ist denn jetzt los? Oh, Yama. Ja, dein Kostüm kannst du dir jetzt auch klemmen, Kollege. Das brauchst du jetzt nicht mehr anziehen. Der greift uns an. Hilfe. Oh nö. Was, 250 AP hat der? Das ist wahrscheinlich unser erster kleiner Mini-Boss-Geist. Den werde ich sowas von Schreck wegfluhen. Wo ist er denn jetzt hin? Ah, da vorne, glaube ich. Aha, schau mal einen an. Ach Moment, der verteidigt sich mit den Koffern. Wahrscheinlich müssen wir den erst werfen lassen. Ja! Okidoki. Und nächster Angriff. 1, 2, 3. Das hat ganz gut funktioniert. Davon ist er wieder. Da komm schon. Wirf den Koffer. Ich hoffe mal, da war nichts Wertvolles drin. Und ich denke mal, dieser Angriff hier sollte reichen, um ihn zu fangen. Und das war's tatsächlich. Sehr schön. Oh, was passiert jetzt? Was war das denn? Das Licht ist angegangen. Und da vorne liegt irgendwas auf dem Boden. Sehr, sehr schön. Das hat viel Spaß gemacht. Was sind das denn hier für Dinger? Ach, das sind Fahrstuhlknöpfe. Ach so. Anscheinend muss man so große Geister besiegen, um die zu bekommen. Oho, das sind definitiv Aufzugknöpfe. Wer hätte gedacht, dass ein Geist sie stibitzt hat? Aber es sind ja nur zwei. Ob da wohl irgendwo weitere Geister mit den restlichen Knöpfen herumschwirren? Nun, das soll uns jetzt nicht kümmern. Gehen wir zunächst einmal zu meinem Auto. Ich möchte dir etwas sehr Interessantes zeigen, Luigi. Ja, ja. Kein Problem, gehen wir also mal zu seinem Auto zurück. Special Task Force Geisterjäger hier unten. Ja, und? Was ist mit dem Auto? Alte komische Karre. Hey! Irgend so ein Ding. Hm.
Fass das nicht an, Luigi, das ist meins. Hä? Was passiert denn jetzt? Okay. Nein, das gibt's nicht! Ein mobiles Labor oder was? Ja, so gucke ich ja auch gerade. Das ist ja mega cool! Hey! Er hat also eine mobile Forschungsstation hier unten oder was? Das gibt's doch gar nicht. Gehen wir einfach mal rein. Sieht das cool aus. Oh, und sein Stuhl, der ist auch ziemlich cool. Hehehe, willkommen in meinem Labor, Luigi. Bei diesem transportierbaren Labor handelt es sich um eine weitere meiner brillanten Erfindungen. Robust, sicher, klimatisiert, was will man mehr? Ich wusste immer, dass ich es eines Tages brauchen würde. Wie gut, dass ich es mit hierher gebracht habe. Huh? Du willst wissen, warum ich hier im Hotel bin? Das ist eine lange Geschichte. Hier die kurze Version. Man hat mich hier hineingelegt. Ich erhielt eine Einladung von einer Person, die sich als Inhaberin dieses Hotels ausgab. Besagte Dame verkündete, dass sie eine wertvolle Sammlung von Geistern aus der ganzen Welt besitze. Natürlich könnte kein Geisterforscher, der etwas auf sich hält, einem so verlockenden Angebot widerstehen, Luigi. Also nahm ich die Anleitung an. Einladung meine ich an. Doch als ich hier eintraf, nun ja, es war natürlich nur eine Falle. Ich wurde in ein Bild gebannt und meine wertvolle Geistersammlung wurde konfisziert. Ah, damit sind auch all die Geister weg, die du einmal so fleißig für mich hineingefangen hast. Auch König Buhu, dass ich ihn verloren habe, geht mir richtig unter die Haut. Er ist mein Lieblingsgeist. Was? König Buhu schwebt frei in diesem Gebäude herum? Ah, diese Hotelinhaberin, was hat sie nur angerichtet? Luigi, du bist jetzt unsere einzige Hoffnung, auch wenn die Chancen schlecht stehen. Sei nicht zimperlich und gib alles. Hol mir meine Geistersammlung zurück. Den ersten Schritt hast du bereits getan, indem du einige Geister gefangen hast, Luigi. Jetzt ist es an der Zeit, sie mir zu übergeben. Na dann, das Prozedere kennen wir ja schon aus Teil 2. Wir schicken unsere ganzen Geister in den Geistercontainer. Soweit, so gut. Dann fang fleißig weiter Geister. Und denk dran, immer mal im Labor vorbeizuschauen. Ich richte jetzt die Galerie ein, in der du die Geister betrachten kannst, die du bereits gefangen hast. Oh? Warum guckst du so komisch, Luigi? Habe ich etwas Wichtiges vergessen? Oh, natürlich. Du musst ja auch deine Freunde und deinen Bruder retten. Daran hatte ich gerade überhaupt nicht mehr gedacht. Aber egal, du musst dieses Hotel ohnehin bis in den letzten Winkel erforschen. Ob auf der Suche nach Freunden oder auf der Suche nach Geistern. Um dir die Arbeit zu erleichtern, gebe ich dir eine meiner bis dato großartigsten Erfindungen. Hey, das gibt's doch gar nicht. Das ist ja mega cool. Ich nenne sie Virtual Boo oder kurz VB. Ein innovatives Hightech-Gerät, das virtueller Realität eine Farbe gibt. Rot, schick, nicht wahr? Rot ist momentan der letzte Schrei. Wart's ab, bis ich mit dem Marketingmaterial fertig bin. Da wird sich der VB wie warme Semmeln verkaufen. Hehehe. Über den VB kannst du jederzeit mit mir kommunizieren. Vielleicht können wir ja später das Ganze kurz ausprobieren. Drücke Plus, um einen Blick auf den VB zu werfen. Der zeigt unter anderem auch an, welche Aufgabe du gerade zu lösen hast. Nützlich, nicht wahr? Ach, ich habe noch etwas für dich. Diesen Detektografen solltest du als allererstes für mich im Aufzug anbringen. Was genau das ist, erläutere ich dir später. Jetzt geh und installiere ihn zunächst einmal. Also, begib dich umgehend zum Aufzug. Ich verlasse mich auf dich, Luigi. Und damit haben wir also eine neue Base und einen Virtual Boy als Kommunikationsgerät bekommen. Im ersten Teil war das Kommunikationsgerät ein Game Boy, im zweiten Teil war es ein Nintendo DS und im dritten ist es also ein Virtual Boy. Für alle, die die Konsole nicht kennen, das ist eine Virtual Reality Brille von Nintendo, die damals hergestellt wurde. Also eine Konsole, die
nicht wirklich Geld eingespielt hat. Die ist ganz schön gefloppt am Markt und ja, hatte eben als Darstellungsfarbe rot-schwarz, was ganz schön auf die Augen gegangen ist. Und deswegen ist das hier im Spiel eben auch rot-schwarz angesiedelt. Ja, wir können hier mit Professor Gitt sprechen. Hier kommen wir in das Einstellungsmenü, hier kommen wir in den Mehrspielermodus, hier in die Galerie, zum Titelbildschirm, zur Karte. Okay, und da oben ist irgendwie so ein Shop, da kommen wir aber anscheinend noch nicht hin. Naja, ich würde sagen, wir begeben uns zum Aufzug, aber nicht mehr in diesem Part, sondern im nächsten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht mit Luigi's Mansion 3. Also, macht's gut, euer Huxel. Ciao.